Gegen Motorschaden gibt es nur ein Mittel. Laute Musik hören, so dass du den Motorschaden gar nicht mitkriegst. Und das fehlt uns. Wir haben das neue Flaggschiff von Xtrons. Das Ding ist das Beste, was man für den Golf bekommen kann. Sage ich euch jetzt schon. Mein erstes Android-Radio, Eidosch, welche Firma? Xtrons. Typisch Xtrons, 1Q92MTVP. So heißt unser Radio. Also nur ein paar Eckdaten. 9 Zoll Display, 4K-Auflösung, einen eingebauten Lüfter, der bei 90 Grad anspringt. HDMI-Anschluss, wir haben einen Port-Anschluss. Qual, was weiß ich, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, GPS, wir haben 4G, kannst hier eine SIM-Karte einbauen. Wir haben hier CarPlay, 520 Euro gekostet. Und dann? Jetzt mittlerweile kostet das 400, ich glaube auch 20 Euro, so in den Dreh. Der wurde noch stark reduziert, mit Kfz verzichte ich dann nochmal 15% da drauf. Wir haben alles an Kabel, je nachdem, was für ein Baujahr, USB-Anschluss, Telefon. Auf SIM-Karten-Dinge? Ja, mit SIM-Kartenanschluss. Oh, cool. GPS haben wir, CAN-Bus, BVPT, dann hast du nochmal fürs WLAN. Was für einen Anschluss wir brauchen, werden wir gleich sehen. Ich freue mich schon, den hier einzubauen. Alte Radio bauen wir aus und bauen sofort das neue ein. Das geht auch ganz schnell. Zeige ich euch, komm. Wir haben nichts hier, ne? Das ist ein AUX-Anschluss, wow. Wir haben keinen Navi. PDC ist das Gute. Hier, wenn du PDC jetzt ausmachst, der zeigt dir halt warm, kalt an, aber das wird natürlich unser Xtrons auch machen. Und bei so einem Android-Radio, für mich das Wichtigste ist natürlich, Internetradio, ganz wichtig. 4 Schrauben sind ab und dann, oh, so schwer, Kollege. Das ist er doch schon. Ein Riesenteil für so wenig Funktion, ich verstehe das nicht. Mit so wenig Funktion, ne? Ehrlich, ey, ich verstehe das nicht. So, so Anschluss schon mal ab. Festgesetzt. Ja. So, das war's, also 2 Anschlüsse. Einmal das und das, das war's. Hier haben wir so einen Anschluss. Und den holen wir jetzt auch sofort und dann geht das auch ganz schnell. Diesen Anschluss brauchen wir. So. So. Nur gucken, dass ihr diesen auch richtig schön reinmacht. Ne, das klicken, klappen oder ja? Ja, das war's schon. Was ist das? Das ist unser CAN-Bus, den brauchen wir. Den brauchen wir. PDC und so, alles funktioniert. Normalerweise müsste jetzt unser Radio, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, Alter. Schon sofort funktioniert? Sofort funktioniert. Und er funktioniert schon. Das ist ja ein Computer. Der braucht natürlich ein bisschen seine Zeit. Der muss hochfahren. Und wenn er einmal hochgefahren ist, dann habt ihr Spaß. Wir haben oben schon wie viel Volt. Oh, die Batterieanzeige. Das zeigt er sogar an. Ja, machen wir mal so. Das heißt jetzt das Geile, wenn wir jetzt den Schlüssel abziehen, dann müsste der ausgehen. Sollen wir mal probieren? Oh, geht aus. Kannst du es auch so? Ist auch okay, natürlich, ne? Das ist ja typisch VW. Navigation. Ja, du kannst das natürlich ändern, wie du willst. Ich finde das nicht schlecht. Die Aufmachung ist auch schön. Ja, ne? Hier hast du nochmal extra YouTube. Müssen wir das gleich nochmal mit dem Internet verbinden. Machen wir gleich auch. Wenn wir hier runter machen, da haben wir auch richtig schöne Balken. Ne? Nicht mehr wie früher so kleine, so, wo du dann immer so drücken musst. Beim Audi war das ja, alles bei dem so Audi klein. War das echt so. Language, zack. Edit Deutsch. An erste Stelle wolltest du machen? So, erste Stelle Deutsch. Mhm. So. Und jetzt hast du schon alles auf Deutsch eingestellt. Also hier ist alles beschriftet. Ne? Also ihr könnt da nichts falsch machen. Und alles passt auch nur Plug and Play rein. Also ihr könnt da nichts falsch machen. Ich habe diese ganzen Anschlüsse schon mal drin. Hier haben wir USB. SIM-Karte. Hier haben die SIM-Karte. DVB-T-Antenne. Darum ist ja auch alles ausgebaut, damit wir das Ganze auch schön verlegen können. GPS ist auch hier. Der wandert nur rein, also den werden wir auch nicht verlegen. Super Empfang, also es gibt keine Probleme. Das war's. Und dann natürlich alles sauber verlegen, so dass es nicht stört. Die 4 Schrauben, Blende drauf und das war's. Radio ist fertig. Nicht verbunden. Jetzt gucken wir mal, ob... Siehst du? Guck mal hier unten. Ach, guck mal, jetzt zeigt er das. Warte mal, das will ich mal gucken, ob wir... Können wir das machen? Gekoppelte Geräte? Nee, können wir nicht. Guck mal. Wenn wir das hier einschalten, dann zeigt er das an. Wahnsinn! AC, guck mal. Wow! Guck mal, der zeigt alles an. Wie geil das ist. So, Rückwärtsgang. Jetzt haben wir da ein PDC auch. Siehst du, hier haben wir das.
Ach, das zeigt er wenigstens an, das ist gut. Geil. So, Kfz-Fuzis, zack. Dann machen wir den. Das ist ja unser Auto, wo wir den neuen. Der sieht nicht. Hey, guck mal, was die hier gemacht haben. Ja, die Mauer ist weg. Das die Mauer ist weg. Ja, hier sind wir in den 90er Jahren. Ah, guck mal. Brennt, springt schwer an, aber spruch. Das ist extra, damit du während der Fahrt nicht schauen sollst. Wir haben 240 GB noch frei, so nebenbei. Ich glaube, das ist das hier. LED, Lenkrad. Hier, Apple CarPlay haben wir, Android Radio haben wir, LED-Einstellungen, Tasten haben wir ja nicht. Fahrteinstellungen, hier haben wir das. Ja. Dann Video schauen, ist aus. Ah, guck mal tatsächlich. So, du ziehst dann zack, drauf, das was wir letztes gemacht haben. Gar nicht, ne? Hier ist der warm, ein bisschen so. Ach, guck mal, wie das aussieht. Guck mal, oh! Ich muss aber sagen, ne, der hat besseren Klang schon. Auf jeden Fall. Merkst du sofort. Machst denn das Auto noch so schöne Lautsprecher? Ich sehe da jetzt da keinen Bedarf, ganz ehrlich. Jetzt machen wir mal CarPlay, gucken, ob CarPlay geht. So, siehst du, guck mal, jetzt sind wir schon mal verbunden. So, dann natürlich zack, findet er uns sofort. Bam. Wahnsinn, geil. Ja, da sind wir. Wir wollen nach Hanmünden. Okay? Mhm. Machen wir die Route eingestellt, zack. Ich muss dir das schon zeigen direkt. Und dann zeigt er das hier auch eigentlich an. Achso, ich muss starten. Ja, jetzt guck. Nach 100 Metern links abbiegen auf am Stadion. So ist das jetzt. Ist eine Sucherei. Du musst erstmal selber. Das ist Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt, wie gut, wie passt genau. Ne? Das ist einfach nur perfekt. Also so billig ist es nicht, aber wie man sieht, jeden Cent wert. Hm. Ich habe auch alles angeschlossen und bin jetzt ein paar Tage damit gefahren. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Feature, wo ich selber umgefahren bin. Viele da draußen interessiert vielleicht, wenn Licht angeht, geht das Ding auch an. Finde ich geil. Finde ich richtig schön. Also CAN-Bus ist schon mal sehr gut. Wenn ihr jetzt Internet habt, wie ich jetzt zum Beispiel, Bild im Bild haben wir auch. Natürlich für mich das Wichtigste. Power-Typ. Ich finde es einfach nur geil. Ihr habt so viele Feature. Nur man merkt natürlich, das Ding ist sauschnell, dieses 8 GB RAM, das merkt man den an. Ne? Guck mal. Navigation, klar. So, finde ich geil. Guck mal, wie schnell der ist. Hup, bup. Ach, Wahnsinn. Du bist in Holland? Nee, nicht ganz. So, machen wir mal so. Wo sind wir? Zack. Bam. Ah, ist schon geil. Das ist auch vielleicht interessant für den einen oder anderen. Handbremse angezogen. Ey, geil. Guck mal. Wow. Guck mal. Tank. Handbremse. Hast du nur noch 5 Liter im Tank? Guck mal, Kofferraum. Normal. Was soll das denn heißen, normal? Warte, wir machen dem. Guck mal, Kilometerstand zeigt dir auch. Oh. Ja, diese Gestik-Steuerung so. Guck mal, Tür nicht geschlossen. Geil. Temperatur 11, Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Batteriespannung. Ja, ist schon cool, warte. So, Drehzahl, zeigt dir das auch korrekt, ja. Ne? Batteriespannung ist super. 11 Grad Außentemperatur haben wir, Geschwindigkeit fahren wir ja natürlich nicht. Aber ich will es gucken, guck mal, Handbremse angezogen. Warte mal, Licht, zeigt der Licht an oder Blinker? Ne, das zeigt er nicht an. Tür und so zeigt er, machen wir hier die Tür auf. Zack, zeigt er an. Machen wir vorne auf. Bam. Nee, das zeigt er nicht. Ne, das hat er jetzt nicht angezeigt. Hinten. Ah, shit, der hat er angezeigt gehabt. Guck mal, das hat er auch angezeigt. Und jetzt achte mal, Rückwärtsgang. Bam, Rückwärtsgang. Oh, warum haben wir da eine Kamera drin? Oh. Vielleicht zeige ich euch ja später noch was. So, natürlich PDCs zeigt er auch an. Hier seht ihr das. Zeigt er an. Wenn ihr hier, ne, vorne, hinten, finde ich voll geil.
Das finde ich richtig schön. Ne, kein Spaltmaß, hier unten auch nicht, nein, hier auch nicht. Also es ist perfekt gelöst, das Ganze. Richtig gut. Ja. Und hochwertig. Ich bin zufrieden, ganz ehrlich. So muss das sein. Ja. Ehrlich und nicht anders. Ich habe hier eine Standheizung eingebaut. Auch sehr interessant, guckt euch das mal an. Und dazu gibt es auch ein Update. Aha. Ihr werdet umfallen. Wenn ihr ein Radio sucht, für ein VW, BMW, egal was, guckt euch X-Trans an. Wo ist die Kamera eigentlich? Hä? Wo ist die Kamera? Siehst du da irgendwo eine Kamera? Nö, wer weiß, wo die ist. Ha, wer weiß, wo die ist. Ja. Vielleicht sehen wir das ja beim nächsten Video, wo wir die eingebaut haben. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftsituation. Bis dann noch. Ciao. Halt euch. Dankeschön.